Ich bin noch skeptisch wegen Seth, aber hey, wir wurden nicht im Schlaf getötet. Neumann hat die Nacht durchgemacht. Er hat auch was gefunden. Komm. Okay, Neumann. Wir sind gespannt. Bitte. Nennt mich Felix. Wir sind doch Freunde. Ja, natürlich. Russell Adler ist in der Blackside in Washington, D.C. Der Unterirdischen, die vor fast 3 Jahren in Betrieb genommen wurde. D.C. Blackside? Es gibt auch Baupläne. Sie befindet sich unter der Capital Station, was ihr vermutlich wisst. Verstehe. Nun, es gibt einen kleinen Hochsicherheitstrakt. Dort werdet ihr euer Ziel finden. Wir brauchen einen Plan. Du bist dabei? Sonst würde ich wohl hier nicht sitzen. Ach, sehr gut. Neumann. Felix. Ich brauche einen Weg in die Blackside. Ich prüfe noch mögliche Schwachstellen. Guter Mann. Sag Bescheid, wenn du was hast. Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von COD Black Ops. Ich wollte gerade Codewort sagen. Black Ops 6 natürlich, Entschuldigung. Ja, wir sind zurück zu einer Base und wir haben jetzt den Felix Neumann, der Ex-Stasi-Typ, der jetzt zu uns gehört. Wir können eine weitere Ausrüstung für unsere Base holen. Und zwar würde ich sagen, wir machen einfach mal die Trainings-Area bereit. Na Jungs, einmal aufbauen bitte. Ja, den Schutt da erstmal wegmachen. Irgendwie, was sind diese Partikeleffekte da die ganze Zeit? Seht ihr das? Irgendwelche komischen Grafikfehler, glaube ich. Muss das gleich umstellen. Da ist schon wieder. Nein, ganz komisch. Gut, ist aufgebaut. Ich ändere das mal kurz. So. Jetzt müsste es hoffentlich besser aussehen. Wo ist denn jetzt dieser Schießstand? Ist der hier draußen? Ah ja. Kann man jetzt hier rumschießen? Nee, können wir anscheinend nicht. Okay, aber hier können wir was machen. Aber dafür haben wir kein Geld für die ganzen Perks, die wir uns hier holen können. Schade. Aber ist ja nicht so schlimm. Macht ja nichts. Macht ja nichts. Wir gehen aber zur nächsten Mission. So, da. Mais gesucht. Dank Felix haben wir erfahren, dass Livingstone Adler in einer Blackside unter den Straßen von DC geworfen hat. Kein Ort, den man in einem Reiseführer findet. Wir hatten ihn gerade erst da reingebracht und jetzt müssen wir ihn da rausholen. Gut, dann holen wir ihn mal. Die Blackside liegt in einem Teil der Tunnel unter DC. Auf den Plänen, die ich geborgt habe, ist ein Eingang direkt unter Capital Station zu sehen. Die Blackside, in der Adler festgehalten wird, erfordert einen Netzhautscan. Wir haben keinen Zugang. Zumindest nicht mehr. Eine Chance gibt es jedoch, wenn wir schnell genug sind. Am Samstagabend steigt eine Politveranstaltung in der Station. Übernimm, Felix. Ein Teilnehmer der Veranstaltung, ein gewisser Senator Jack McKenna, hat Sicherheitsfreigabe für die Blackside. Mit einem hochauflösenden Bild seiner Augen kämen wir am Netzhautscan vorbei. Ich arbeite bereits an einer Lösung. Wir gehen zu dieser Spendengala, holen uns vom Senator, was wir brauchen, und befreien Adler aus der Blackside, bevor jemand was merkt. Klingt doch einfach. Was meint ihr? Die Kamera funktioniert. Manchmal überrasche ich sogar mich selbst. Hoffentlich bekommt Seth und Case den Netzhautscan. Du machst dir eine Menge Mühe, um diesen Adler zu retten. Wem sagst du das?
haben Bill Case. Ton ist deutlich. Du bist am Zug. Du betrittst jetzt meine Welt, Case. Oder sollte ich sagen, Jess Burke, Fotojournalist für den Washington Telegraph. Mach kein Aufsehen. Du kommst problemlos durch die Sicherheitskontrolle. Okay, da sind wir auch. Oh je, hier geht schon los hier mit Wahlkampf. Nämlich Wahlkampf gegen Bush und Clinton. Oder, nee, Bush-Clinton ist ja... es ist Bush-Clinton. Gegen... wäre uns natürlich lieber gewesen. Zumindest mal, gehen Sie bitte weiter. Bin ich gerade dumm oder so? Nee, Bill Clinton heißt er. Und der andere war Bush George. Oder George Bush, so rum. Ich bin auch echt ein bisschen eingerostet. Okay, hi. Ich bin Journalist, dürfte ich bitte rein? Ja. Da drin sind Sie fast fertig, nur zur Info. Ja, ja, ich mag... Viel Spaß. Ich mag Bill Clinton, der ist richtig geil. Schönen Abend noch. Hi, ich wollte gerade gehen. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber du musst sehr vorsichtig sein. Langley hat sein Team gebildet, um euch drei zu finden. Und vielleicht haben sie sogar hier Augen. Werdet ihr entdeckt? Vergiss Suspendierung, Livingston wird euch lebendig begraben. Ich sag nur, was Sache ist. Es war schön, dich zu sehen. Wir treffen uns bald. Halte dich an den Plan. Finde es, Chef. Da bist du ja. Komm zu mir an Tisch 14. Okay. Hier gibt's schon schicke Sachen. Wahrscheinlich auch alles von den ganzen Gouverneuren. Also hier in der Zeit, also 1991, ist der Bill Clinton noch ein Gouverneur, aber der wurde ja dann Präsident. Okay. Oh, Seth, sieht nicht schlecht aus. Sehe ich gut aus? Wie die Vorzeigefrau eines Wirtschaftsmagnaten. Der Senator ist auf der Bühne. Benutzt die Kamera für ein besseres Bild. Okay. Paparazzi bin ich jetzt auf einmal. Zoomen. Siehst du den, der mit Gouverneur Clinton spricht? Sag Hallo zu Senator McKenna. Der Senator gibt heute keine Interviews. Und er geht nirgendwo ohne seinen Sicherheitsdienst hin. Also ist die einfache Option vom Tisch. Hier, nimm das. Ja, Gala-Karte. Sif hat verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, den Netzhautscan des Senators zu erhalten. Nutze die Gala-Karte, um die unterschiedlichen Wege zu entdecken und zu verfolgen. Sie wird beim Erkunden mit Informationen gefüllt. Ich habe nachgeforscht. Anhaltspunkte markiert, um ihn zu isolieren und dich nah genug für den Netzhautscan heranzubringen. Such was aus. Also wie bei dieser KGB-Mission. Dann tun wir das hier unten. Geheime Affäre. Senator McCain und seine Frau Mirema haben sich gestritten. Und seitdem melden sie ihn. Meinen sie ihn. Rede an der Bar mit ihr und finde heraus, ob du ihren Streit ausnutzen kannst. Ja, das klingt geil. Gut. Wenn du Fragen hast, jetzt ist der Moment. Ich sage dir, was ich weiß. Ja, dann von der geheimen Affäre. Senator McKenna scheint häusliche Probleme zu haben. Er hatte wohl Streit mit seiner Frau. Jede Menge gezwungenes Lächeln. Sie stürmte davon, hat auch nicht mehr mit ihm geredet. Hat ihren Ärger an der Bar ertränkt. Vielleicht solltest du ihr ein offenes Ohr leihen. Das werde ich. Danke. Dein Auftritt, Jess Burke. Feine markieren. Feine können mit der Spionagekamera markiert werden, wodurch ihre Position ständig überwacht werden kann. Aha. Glaubst du nicht, dass es richtig ist? Also ich kann jetzt hier wie so ein Vierjähriger die ganze Zeit mit der Kamera hier rumfuchteln. Ah, da habe ich gerade jemanden gescannt. Niemand von Belang. Niemand von Belang. Okay. Ah, hier auch ein paar Fotos machen. Ein Hinterkopf ist für die Identifizierung nicht besonders hilfreich. Ja, ja, ich weiß. Noch einen, bitte. Ah, oh, ein Journalist. Hat Ihnen niemand gesagt, dass mein Mann und ich keine Interviews geben oder Fotos machen? Das ist mir eigentlich Wenn Sie Ihren Presseausweis behalten wollen, achten Sie auf Ihren Ton.
Inoffiziell. Wie amüsant. Also was oder mit wem's mein Mann tut, ist wohl kaum ein Geheimnis. Wenn Sie zum Senator wollen, folgen Sie der Sabberspur bis zu dem hübschen Ding, das halb so alt ist wie er. In der Auktionshalle, da war seine Assistentin zuletzt. Die Assistentin könnte unser Ticket zu einem Fototermin mit McKenna sein. Ich tue, was getan werden muss. Und ich hab's dem Coach gesagt. Ich kann nicht mein Bestes nicht mein zeigen, Typ. Wenn ich zu sehr damit aber ich verstehe, warum der Senator sie mag. Also ich weiß das, Baby. Gut, dann werden wir mal die Affäre auffliegen lassen. Die sollen wir nicht so tun, hallo? Mit den Tauben im Treppenhaus stürzt die Dinge. Das liebe ich am besten. Es gibt einfach keine Künstler wie Cartier Bresson mehr. Ich nutze das Mikrofon an deiner Kamera. Tu, als würdest du Fotos machen. Da drüben, McKennas Assistentin. Sie und ihre geheimnisvolle Freund scheinen ein ernstes Gespräch zu führen. Ton ist gut. Denk daran. Bleib im Fokus. Aber nicht die Belohnung. Wir kriegen sein Geld. Ich sage dir, wenn wir die Wahl abwarten, können wir viel mehr aus ihnen rausquetschen. Und ich sage dir, dass seine Frau von mir weiß. Wir könnten viel mehr abzahlen. Schau, wenn wir ihm heute Abend vom Tape erzählen, kriegt er Panik, wird alles zahlen. Aber wenn wir jetzt nicht zuschlagen, bekommen wir nichts. Vertrau mir einfach. Hier, nimm das Parkticket. Hol das Tape aus dem Auto. Gut, ich hole es in ein paar Minuten. Einen Senator mit Sextapes zu fressen? Es geht nichts über die Klassiker. Oh, die macht böse Dinge. Ja, dann werden wir das mal aufhalten. Damit haben wir ein gutes Druckmittel gegen McKenna. Schnapp dir sein Parkticket und die Autoschlüssel. Dann hol dir das Tape. Geh. Ich beobachte das Mädchen. Gut. Na, du Bitch. Es geht. Alles gut. Gut, wo ist der Typ überhaupt jetzt? Sobald du das Ticket hast, bring es zum Parkservice draußen. Ist er das nicht hier? Ah ja, doch. Okay. Muss ich irgendwie von der anderen Seite kommen? Okay. Gesperrter Bereich. Ja, wir sind kurz mal wieder der Hitman. Hast du mir das Geld mitgenommen? Da ist eine Wache. Kann ich mir jetzt hier einfach mal das... Ja, der dreht sich um, der dreht sich um. Sie haben hier keinen Zutritt. Bitte ja, gehen Sie. Es tut mir leid. Ich gehe schon raus. Stecken Sie Ihre Nase nicht in Sachen, die Sie nichts angehen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Also, ich bin ja gestolpert. Tut mir leid. Der Caipirinha kommt aus Brasilien. Ich hab ihn in Sao Paulo gekostet. Du kommst wirklich viel rum. Ich nutze jede Gelegenheit, um zu verreisen. Was hast du in Brasilien gemacht? Einer unserer Diplomaten hatte sich in Schwierigkeiten gebracht. Aha, die diplomatische Affäre. Gut, aber jetzt holen wir uns erstmal hier die Karte. Hat natürlich keiner gesehen. Okay. Ich muss mal mein Auto holen. Weil ich hab meine Scheine dort liegen lassen. Ticket? Ja. Ziemlich kalt heute Nacht. Ich würde nicht zu lange draußen bleiben. Bitte sehr, Sir. Ach, die Kälte ist toll. Jetzt musst du nur noch das Auto finden. Gut, das wird schwierig. Wenn der Schlüssel ein Sender ist, kannst du vielleicht die Hupe betätigen. Ah ja, stimmt. Oh, das war laut. Gut. So holen wir uns das Auto. Ich könnte die ganzen Wachen hier ausschalten, aber das wäre ein bisschen blöd. Dann bin ich direkt down. Gut. Ach, oh, das ist auch ein klassisches Auto. Damit hat auch jeder in den 90er gefahren. So. Ja, interessante Dinge. Hey, was machen Sie an meinem Auto? Quicktime-Event. Stimmt, hey, das ist ja auch neu. CIA Security ist auf dem Weg zu dir. Tauch unter und bring das Tape zur Frau des Senators. Oh, die haben das gehört. Der ist ja auch neu hier in dem COD. Es gibt Quicktime-Events.
ganz gefährlich. Viel Glück mit dem Netzhausscan. Bin kurz weg für einen Garderobenwechsel. Mach das. Ich muss jetzt hier kurz schnell raus. Oh, war das knapp. Da bin ich kurz geflüchtet. Nicht bewegen! Direktor Livingston will dich sprechen. Ich will's aber nicht. Hä? Wo, was ist das denn? Ich war doch schon draußen. Viel Glück mit dem Netzhausscan. Bin kurz weg für einen Garderobenwechsel. Gut, dann rennen wir halt. So, jetzt aber. Oh, chill. Okay, alles wieder gut. Dann geben wir mal der Frau das Erpressmittel. Ich will's schon sehen, so hier. Aha. Na, Affäre geht aber gar nicht. So, Alte. Schenk mir nach, ja? Sie wieder. Was jetzt? Soll das hier heißen? Bitte nicht so vulgär. Sie erzählen mir das wohl kaum grundlos. Was wollen Sie von mir? Ich wollte eigentlich das Erste anklicken. Und Sie wollen wirklich nur das? Ich brauche nur ein paar Minuten. Könnten Sie wohl Miss Johansson beschäftigen, bis ich zurück bin? Entschuldigung. Mache ich doch gerne. Gut. Wo ist die Bitch? Sorry, aber dafür würde ich niemals 60 Riesen ausgeben. Sag mal, ja, weil du wahrscheinlich nicht so genug Geld hast dafür. Was? Der Senator spricht heute nicht mal mit der Presse. Und ab jetzt habe ich Feierabend. Also, ruinieren Sie anderen den Abend. Ich sag ja, richtige Bitch hier. So unfreundlich. Wenn Karriere machen ein Verbrechen ist, bin ich wohl schuldig. Was Sie auch glauben zu wissen, ist falsch. Sie können nichts beweisen. Versuchen Sie's. Sagen Sie noch ein Wort und ich verklage da, 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 da. Sie. Oh, ich bezweifle, dass dies hier offiziell werden soll, Miss Johansson. Miriam, bitte. Ich hätte das Video nie wirklich veröffentlicht. Ich wollte nur etwas Geld dazu verdienen. Ist nichts Persönliches. In der Politik ist alles persönlich. Als ob ich nicht wüsste, was unter meinem Dach vor sich geht. Ich weiß, wie das aussieht, aber ich schwöre, ich habe nichts als Respekt vor dir und deinem Mann. Genau. Gott behüte ihn. Ist ein Idiot. Aber er bekommt Stimmen. Ein nützlicher Idiot. Sie hingegen. Ah! Was zum Teufel? Miriam, bitte. Nicht. Was soll ich nicht, Liebes? Jason, ich glaube, Miss Johansson hat zu viel getrunken. Bitte helfen Sie ihr raus. Ja, es war so typisch Amerika wieder. Na, habe ich gut und gemacht. Und zu Ihnen. Deal ist Deal. Warte. Gerne. Hier. Beweismittel. Okay, ich bin da. Worum geht's hier? Ich habe wieder mal deinen Dreck beseitigt. Wie immer. Leider brauchst du eine neue Assistentin. Vielleicht einen netten jungen Mann? Das hätte ich selbst klären können. Ich habe ein Foto versprochen. Wärst du vielleicht so nett? Ja, Brille ab mal. Mach ich auch mal bei den Fotos. Nein, eigentlich nicht. So, jetzt schön auf die Augen. Digga, er hat zwei verschiedene Augenfarben. Das ist alles, Schatz. Scher dich weg. Alter. Danke für Ihre investigative Sorgfalt. Genießen Sie den Rest Ihres Abends und setzen Sie Ihre Drinks auf die Rechnung meines Mannes. Gerne. Der Scan ist gut. Gute Arbeit, Chase. Zeit für das Dach. So kommen wir an Erdler ran. Wo geht's denn hier überhaupt raus? Hä? Alle Türen sind geschlossen. Ach. Die Dachtreppe ist auf deiner Karte markiert. Schau drauf. Der Technikraum auf dem Dach ist euer Einstieg in den gesicherten Aufzugsschacht. Er führt euch ganz nach unten zur Blackside. Gut, wird gemacht. So, dann schnell darüber. Aber es ist ein sehr gesperrter Bereich, habe ich schon gesehen. Kann ich vielleicht hier rein? Ah ja, tatsächlich.
Oh, der Typ. Wie James Bond. Nur halt nicht so actionreich. Gut, hier kommen wir nach oben. Oh, die Kameras. Ja, die haben mich nicht gesehen. Andere Wachen auf dem Dach. Machen nur ihren Job. Halt dich von ihnen fern. Marcel und ich treffen dich im Technikraum. Felix hat die Kameras bestimmt wieder. Such auf dem Dach nach einer fest montierten Leiter. Hier ist sie doch. Also so schwer war die jetzt auch nicht zu finden. Auf der Third Street, ja. Ich war ewig nicht. Denk an Marshalls Worte. Lass dich nicht sehen. Erinnere ich mich noch. Fang nicht mit Monrose an. Hab seit 4 nichts gegessen. Hallo? Oh, voll auf die Fresse gehauen. Okay. Ganz. Oh, die sehen mich. Also, die würden was dann sehen, wenn ich den hier auf die Fresse haue. Vielleicht den hier oben erstmal. Okay. Hey, ganz ruhig. Alter. Das war nicht Teil des Plans. Was denn? Hä? Nein, ich hab den noch gekillt. Denk an Marshalls Worte. Lass dich nicht sehen. Erinnere ich mich noch. Fang nicht mit Monrose an. Hab seit 4 nichts gegessen. Dann brechen die ihn hier halt noch ans Genick. Warum dauert das eigentlich so lange? Es scheint doch nicht der Ober-Tät auszuschalten. Schleichen wir uns einfach erstmal durch. Aber der da oben ist blöd. Hey, warte mal, da unten kann ich. Hey, wann wechseln wir nach drin? Ich will mir hier oben die Eier ab. Viel Spaß dabei. Ich glaube, wir sitzen hier fest. Ah, kalt und langweilig. Tolle Kombination. So, bleib unten und halt dich im Schatten. Der muss erstmal vorbeilaufen. Fuck, er bleibt jetzt hier stehen. Ah, warte mal, hier können wir noch lang gehen. So, alles Paletti. Ach, Amerika, mal wieder das geschützte Land. Wir sind fast da. Hast du noch eine für mich? Noch eine? Im Technikraum findest du eine Luke an der Wand. Sie führt in den Aufzugsschacht. Gut, bin drinne. Nimm die Hände hoch. Langsam. Hey, alles gut, Brudi. Hey, ich bin der Techniker. 1, benötige Verstärkung. Hier. Hey, das ist nah genug. Nicht einen Schritt weiter. Haben wir hier ein Problem? Sir, ich habe gerade... Warum lässt du uns das nicht... Ein ziemlicher Schlag. Ich gehe kein Risiko ein. 10-23, Verstärkung unterwegs. 10-22, das hat sich erledigt. Verstanden. Gut gemacht. Nimm die Tasche, Case. Du bist underdressed.